Grüß euch, Mateka hier. Bevor es morgen mit dem neuen Event, mit den Masken weitergeht und damit glaube ich gleich sechs neuen Helden, also vier 5-Sternhelden und jeweils einen 4- und 3-Sternhelden. Da wird dann wieder ein größeres Video fällig. Geht jetzt einmal kurz um diese Ätherbeschwörungen. Ich bin kein großer Freund davon und ein bisschen fühle ich mich trotzdem dazu gedrängt, zumindest ein paar Beschwörungen machen, weil ich halt einfach im Umfeld auch sehe, dass viele sehr viele Beschwörungen machen. Ist eigentlich ein dummer Grund, dass man sich davon reinlocken lässt. So richtig tue ich das eher nicht. Einige von diesen Ätherkristallen kriegt man ja inzwischen im Weg der Riesen. Ich habe jetzt gar nicht zählt, wie viele das sind. 15, 30, also 60. Wenn man sich das anschaut, die Angebote, die es mit Äthern gibt, also mit den Kristallen dazu, dann sieht man, dass überall 10 Kristalle 2 Euro kosten, egal welche das ist, auch bei diesen normalerweise besseren Angeboten. Kristalliner Schatz, ganz ein toller, oder kristalliner Schatz, keine Ahnung. Überall 2 Euro für 10 Kristalle für eine Beschwörung oder ein bisschen mehr als eine, wenn man normal die 10er macht. Das ist eigentlich schon schlecht, dass da keine besseren Angebote gibt. Ich bin aber froh, dass es so ist, weil das natürlich weniger Anreiz ist, was zu kaufen. Aber das eine Angebot im Webshop gibt es eines mit 50 Ätherkristallen um 9 Euro. Das ist eine Spur billiger. Und dieses eine habe ich mir gesagt, das kaufe ich. Ganz boykottieren tue ich es also nicht. Aber ja, ich mache dann ein bisschen später die Beschwörungen, die dazugehörigen. Jetzt schaue ich aber noch schnell ein bisschen durch, was sonst alles im Spiel gerade gibt, worüber man reden könnte. Eines ist einmal das Turnier. Meine Dev habe ich ja schon einmal hergezeigt. 3 Tage sind jetzt bald vorbei. Sie funktioniert nicht ganz so wie geplant, aber zumindest besser als am ersten Tag. Am ersten Tag habe ich nur die beiden Niederlagen gehabt. Das war der Zeitpunkt, zu dem ihr das letzte Mal gesehen habt, wie es steht. Jetzt stehe ich bei ja, 46, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu 7, sprich einen Sieg bräuchte ich noch für B. Ungefähr das ist das, was ich mir erwartet hätte, B. Im Angriff, ja, ich habe am zweiten Tag einen Kampf verloren. Ja. Es ist so, normal, wenn man sich da bei freier Farbwahl die Helden aussuchen kann, ist es schon so, und mit einem großen Account, wie es ja, wie er der meinige ist, kann man schon immer ein relativ gutes Team bauen, das zusätzlich gegen die Denkfarbe stark ist, wenn man es halt haben will, so. Das heißt also schon, dass es im Endeffekt ein schlechtes Board sein muss, dass man verliert. Aber gut, das ist ja nochmal generell in dem Spiel so, dass man hauptsächlich dann verliert, wenn das Board nicht so besonders gut ist. Worüber wollt ihr reden? Der Krieg. Wir kämpfen gegen Disciples of Scorpius. Der zweite Equalizer-Krieg. Und dieses Mal haben unsere Gegner so wie wir aufgestellt. Und zwar hauptsächlich Erlangsheng-Tanks, die das ja die halt haben. Und dazu, gut, Aramis. Wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Aramis. Ein paar haben wir schon gehabt. Im Moment stehen gerade nur die Erlangs heraus. Ist, glaube ich, schon für Equalizer unangenehmer als der letzte Krieg, den wir gehabt haben. Da haben die Gegner die schnellen Überheiler gestellt gehabt. Also Hathor und Mjölnir, so wie wir es in den normalen Kriegen zuletzt gehabt haben. Wir sind gerade in einer bisschen einer Umbauphase, muss man sagen. Leider haben uns doch einige Spieler verlassen. Manche nach oben, manche haben aufgehört. Und ich glaube, es wird überall ein bisschen rumpeln zur Zeit. Auch ich selbst muss teilweise meine Motivation finden, weil einfach das so brutal ist mit den, im Moment für mich gar nicht immer die neuen Helden, sondern gerade das, was mit den Alpha-Ethern passiert. Es ist einfach schlimm, jetzt machen sogar zwei Alpha-Ether-Portale. Die Spieler, die wirklich beliebig Geld ausgeben, kaufen sie dann alle Angebote. Die gibt's, dann gibt's eben die, dann gibt's im Webshop welche. Und jetzt soll das ja zweimal im Monat kommen. Das heißt, die kriegen, ja. Ich habe einen Screenshot gesehen, der ist jetzt schon fast einen Monat alt, von Priest, das ist einer der größeren Account-Besitzer, der ja seine Helden auf den mythischen Titanen, also seinen Pool, ein bisschen drauf auslegt. Der hat allein 12 blaue, doppelt geprägte Helden. Das sind 7 Bengis,
für einen mythischen Titanen und halt ein paar andere, halt Oni und Krampus und ich glaube ein Himeros. Und ich bin überzeugt, dass da bis jetzt, bis Montag, wenn der mythische Titan kommt, auch sein Achterbein gedoppelt gebreakt wird. Das heißt, er wird dann, ja, schätzungsweise 13, 14, vielleicht 15 blaue Helden doppelt gebreakt haben. Wie gesagt, das ist ein bisschen Zeit vergangen und wenn jetzt der rote mythische Titan kommt, wird er wahrscheinlich eher solche Helden breaken. Zum Vergleich, ich selbst gebe auch Geld aus. Gar nicht so wenig. Und ich habe bis jetzt aber sechs doppelt gebreakte Helden. Ich habe noch Alpha Ether, wenn man. Sieben, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hätte noch Alpha Ether, wenn ich da kurz draufklicke. 19 Stück, also für knapp zwei weitere. Also bis zu neun 5-Stern-Helden könnte ich doppelt breaken. Und es gibt manche Spieler, die haben eben schon in einer. Meine, natürlich ist das Blau seine, mit den Bengis die Hauptfarbe, aber er hat bestimmt so 30 Helden doppelt gebreakt. Und das geht weiter und jeder Spieler, der so viel ausgibt, ist einfach dann so weit voraus, dass es nur mehr in ganz wenigen Bereichen vom Spiel möglich ist, mit zumindest noch halbwegs überschaubaren Ausgaben ganz vorn mitzuspielen. Und ich bin halt motiviert, ich will, wenn ich nicht wo vorn mitspielen kann, dann wird man mit Motivation ziemlich sinken, sage ich einmal. Und aktuell ist eigentlich das Einzige, sind Türme, wo ich ganz vorn mitspielen kann, ohne dass ich jetzt jeden Helden breaken müsste. Und bei normalen Kriegen ist es halt so, da geht es ein bisschen mehr über die verschiedenen Helden, aber im Endeffekt die Spieler, die halt Vollgas, also die alles rausschmeißen, was geht an Geld, was man sich kaufen kann, die haben halt auch die Kriegshelden serienweise doppelt gebreakt und das ist schon ein großer Vorteil. Ja, und das stört mich dann einfach vom Prinzip. Und das Gleiche, also dieses Gefühl, wo ich bin jetzt überhaupt drauf gekommen, das haben natürlich viele andere Spieler auch und deswegen haben wir auch bei uns jetzt wieder einen Bordenschritt entweder ins Free-to-Play probiert. Manche haben es waren gleich konsequent, haben ganz aufgehört. Und insgesamt ist unsere Allianz jetzt schon, wir haben einige Aushilfen jetzt drin. Und im Rahmen davon, weil das so anstrengend ist, neue Spieler zu finden und einfach, weil mehrere Spieler ausgebrannt sind, hat das jetzt auch UCLA ein bisschen betroffen. Unsere Langzeitanführerin und wollte, also will sie jetzt ein bisschen aus der Führung raushalten. Also sie ist schon noch Teil der Führung, aber sie ist jetzt nicht mehr die Anführerin und ist jetzt nicht mehr hauptverantwortlich fürs Recruiting. Stattdessen ist da Ricky Bobby gekommen, der früher bei Seven Days Ascended, glaube ich, Anführer auch war und dann bei Shield und jetzt ist er zu uns gekommen und immer wieder Kontakt gehabt und ist jetzt sozusagen der Hauptorganisator. Werden wir schauen, wir haben auf jeden Fall einen Schritt von der Qualität der Heldenpools und ja, ich befürchte schon gerade Erfahrung und Qualität der Spieler, wenn das, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner böse, der das vielleicht hört von unserer Allianz, dass wir, glaube ich, mit ganz vorn jetzt wirklich nicht mehr so viel zu tun haben. Also wir werden schon weiterhin, was ich, fünfte, sechste Allianz werden wir schon sein, aber so gerade das jetzt, dieser Krieg ist einer gegen Disciples of Scorpius, wo wir uns erst einmal beweisen müssen. Wir sollten eigentlich relativ sicher gewinnen, aber bis jetzt ist es noch halbwegs ausgeglichen. Wir werden mal schauen, wie es dann am Ende dasteht. Ja. Ich werde zu dem Video kein, also zu dem Krieg kein extra Video machen. Ich bin, wie ihr merkt, unterwegs und habe keine Kamera. Gut, das brauche ich. Wir haben ein Video jetzt für ein, mit einem Kriegsvideo, dafür wäre es kein Problem. Aber ich bin da zeitlich ein bisschen angehängt und mag ehrlich gesagt das gar nicht zusammenschneiden jetzt. Ja, was bleibt mir noch? Worüber wollte ich noch reden? Über die Kostüme noch ganz kurz nur. Da werde ich keine Beschwörungen machen. Es gäbe etliche Angebote, gerade im Webshop, wo man wirklich günstige Schlüssel kriegt. Sogar ein Angebot, wo man unter einen Euro zahlt für die eine, also pro Beschwörung. Ich glaube 11 Beschwörungen um 10 Euro. Aber ich weiß nicht, wohin sie jetzt das Kostümportal bewegt und ganz aktuell brauche ich es nicht unbedingt. Also, ich würde mich zwar über Kadilen wirklich sehr freuen, wenn ich das Kostüm kriegen würde, aber ich brauche Dorn gar nicht und von den anderen Kostümen, die es da gibt, von den 5-Stern-Helden, würde mir eigentlich nur Lyanna sehr glücklich machen. Die anderen, die besseren davon habe ich schon und manche, die so halb gut sind, so wie Oberkan, das wäre fast nur eine Belastung, wenn ich leveln müsste. Er ist zwar eh ein guter Held, aber ja. Deshalb
hebe ich mir meine Schlüssel auf, kaufe aber vorerst auch also keine Angebote, das habe ich sonst öfters gemacht, im Wissen, dass bald andere Helden kommen, die vorgestellt sind. Bei den 5-Sterne-Helden wird sie nichts mehr tun, nichts Besonderes. Die beiden, die noch kein Kostüm haben, werden auch kein tolles kriegen. Das war nämlich schon ein Beta-Test. Die Frage ist nur, was mit den 4-Sterne-Helden passiert. Wenn da gute Kostüme kommen, ja, dann werde ich im nächsten Erscheinen vom Kostümportal halt ein paar Schlüssel wieder kaufen. Aber sprich, jetzt keine Beschwörungen in dem Portal. Jetzt schauen wir zur Äther-Beschwörung. 169 Stück habe ich. Ich bin aber jemand, der nicht gern was herschenkt. Und ich warte einfach mit den überzähligen Ätherkristallen bis zum nächsten Portal. Das heißt, ich mache einfach eine 10er-Beschwörung. Ihr wisst, die Quoten pro 10 sollte man im Schnitt über einen langen Zeitraum 1,4 Alpha-Äther kriegen. Und einen legendären Äther. Jetzt schauen wir noch, kriegt man jetzt dann Trainertruppen. Trainerhelden, nicht Trainertruppen. Jetzt schauen wir kurz noch, was ich an Material habe. Bei den Limitüberschreitungen. Meine Alpha-Hätte habt ihr schon gesehen. Wo ja eigentlich eher die Engstelle oft bei manchen ist und auch bei mir teilweise, das ist dann bei den kleinen Äthern. Im Moment habe ich eh genug, weil ich vor einem Monat ungefähr so ein größeres oder ja, größere Pakete gekauft habe. Man kann ja teilweise gezielt die 5-Stern-Äther in einer Farbe irgendwie sie besorgen. Aber das Problem ist dann, dass man manchmal mit den kleinen nachhinkt. Und ja, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, welchen der einzigen, den ich wirklich auf jeden Fall von den 5-Stern-Äthern noch auf jeden Fall bräuchte, wären Eisäther, weil ich da aus demselben Grund, wie ich vorher gesagt habe, bei Breeze, dass der so viele Bengis gemaxt hat. Ich habe ja da meine beiden Bengis, sage ich, Limit gebreakt und dadurch hänge ich ein bisschen hinten nach, was meine normalen Kriegshelden betrifft. Ich habe zum Beispiel Milena noch nicht doppelt gebreakt. Ich habe Bubbles noch nicht doppelt gebreakt. Das sind zwar Helden, die man vielleicht nicht ganz unbedingt sofort muss. Und die auch nicht, auch deshalb nicht immer spiel. Oder ein Krampus, das wäre praktisch, vor allem wenn ich den einmal doppelt breaken würde. Also blau ist auf jeden Fall was ausständig ist. Und falls ich mich durchringe und tatsächlich Azurite einen zweiten Max, dann sollte der natürlich auch gebreakt sein. Das heißt, das wäre fein und davon abgesehen die, halt das nicht daher, natürlich die Alpha-Ether. Also, dann halte ich mir jetzt mir selbst die Daumen. Immer 4 Sterne braucht man am wenigsten, genau das Epische, es ist ganz selten der Spieler. Okay, also ganz schlecht. Dreimal episch, genau das, was ich gar nicht will. Das gibt es ja nicht. Viermal das, was ich nicht will. Jetzt verarscht mir das Programm. Das ist eine seltene Combo, ist mir da noch deutlich lieber. Okay, Alpha passt. Das kann zumindest, ist zumindest kein ganz Ausfall. Aber 6 epische, ich sage nur, ich brauche sie gar nicht. Und 7 von 10 Äthern sind epische, die ich genau nie brauche und wo nie eine Engstelle sein wird. Ja, ich meine, immerhin ein Alpha-Äther ist jetzt nicht. Wenigstens keine ganze Katastrophe. Wie gesagt, das Portal ist ja nicht sehr sinnvoll eigentlich. Deswegen kaufe ich da immer nicht groß dazu. Was ich jetzt aber mache, jetzt habe ich meine Äther und ich brauche irgendwas, das ich level mit meinen Trainerhelden, die ich jetzt gezogen habe. Und ich mache das jetzt einfach. Ich max meinen Fog. Er wird dadurch in der normalen Version, gut, kriegt der Angriff dazu, ist auch fein. In der Kostümversion, um die es mir da eigentlich geht, kriegt der Wut dazu. Das ist quasi wie Angriff, ein bisschen schlechter für die meisten Helden. Er ist aber bei mir wichtig für Titanenteam und irgendwie, ich spiele ihn sehr oft im Krieg auch und das spricht für ihn gegenüber zum Beispiel Ferus. Der ist beim Titanen nicht ganz so stark, den werde ich aber trotzdem auch immer spielen, wenn die Farbe, also wenn ich mit grünen Teams spiele. Und mehr als 2, 3 Angriffe mache. Und den würde ich bei Events brauchen, aber den spiele ich halt im Krieg wahrscheinlich fast nie. Außer bei Rush werde ich den spielen. Zur Not hätte ich noch einen Zurücksetzer irgendwann einmal. Ich werde jetzt live den Fog brechen. Limitüberschreitung, jawohl. Mein 8er
doppelt gebreakter 5-Stern-Held. So, und da wird jetzt einiges reingefüttert. Ja, habe ich wieder was vergessen. Eines wollte ich noch sagen, eine Katastrophe. Ich denke, das wird den meisten schon mal passiert sein, ist aber extremst ärgerlich. Und zwar ist eines von meinen langlaufenden Lagern ausgelaufen, da herunten. Und jetzt habe ich da drin, okay, jetzt sind es eh nochmal 780, ich habe zwischenzeitlich 1500 Helden drin gehabt, habe aber nichts gehabt, was ich jetzt unbedingt schnell raufleveln will. Da ist das Problem bei Narcissa, stehe ich an, das dauert, bis ich sie leveln kann. Und bei Azurite und Ray ist es so, dass ich mir bei beiden nicht ganz sicher bin, ob ich sie eigentlich wirklich brauche. War das blöd, dass ich dann so weit gebraucht habe. Azurite würde ich schon gerne haben, aber es sind in Blau einfach so viele Helden, die ich vielleicht gern hätte, auch für Events und Titanen. Deswegen steht da das Lager jetzt still und das ist ja ziemlich ärgerlich. Na gut, jetzt habe ich mein Leid nicht nur über die Beschwörung, sondern über mein Lager auch noch einmal geteilt. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. 16 Minuten habe ich jetzt verbraucht. Lebenszeit von euch, von mir, von allen. Passt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.